gespeicherte Erinnerung. Damit umzugehen, glaube ich, ist der Ansatz dieser Therapie. Ich wollte eben gerade sagen, das also Postulat, das Reich zuerst aufgestellt hat und mit ihm auch Kamera. Es gibt also da, vielleicht werde ich es kurz zitieren, das war also ein Biologe, der Anfang dieses Jahrhunderts gearbeitet hat oder in der Zeit Reichs. Und der schreibt also in einem Buch, soll ich schließlich noch kundgeben, was mir persönlich am wahrscheinlichsten dünkt und damit eigentlich über die Schranken des Erlaubten hinaus ein unbewiesenes, jetzt unbeweisbares wissenschaftliches Glaubensbekenntnis ablegen. So muss ich sagen, die Existenz einer besonderen Lebenskraft kommt mir durchaus wahrscheinlich vor, also einer Energie, die weder Wärme noch Elektrizität noch Magnetismus, Bewegung einschließlich Schwingung und Strahlung noch chemische Energie noch ein Mosaik von allem zusammen darstellt, sondern eine Energie, die spezifisch nur denjenigen natürlichen Abläufen zukommt, die wir Leben nennen. Mhm. Also er war also einer mit ja. von vielen anderen, die solche Dinge aufgebracht haben, und er hat dann also auch gesagt, diese Dinge, die du jetzt gerade angesprochen hast, das heißt also diese Erlebnisse, die wieder hochkommen, sind jetzt, Faszien hat er nicht verwendet, er hat eher jetzt von den Nervenfasern gesprochen direkt, aber das ist wahrscheinlich eine Weiterentwicklung davon. Das sind also Biologen. Kann man nicht trennen. Ja, genau. Also, und das sind biologische Energien, denen Emotionen zur Seite stehen und die da gespeichert sind und frei werden plötzlich. Ich würde nicht sagen nur biologische Energien, ich würde es in einen größeren Zusammenhang stellen wollen und sprechen von zwei Grundströmungen im Universum, die Entropie und die Neckentropie. Ja. Das Leben auch in diesem wird in verschiedenen Theorien immer wieder in die Nähe der Neckentropie gebracht. Und man könnte sagen, der Körper speichert jetzt Erfahrungen dieser beiden Tendenzen. Und, natürlich in einer komplexeren Form. Was mir jetzt dazu einfällt, weil das in dieser Sendereihe öfter schon zur Sprache kam, ist Viktor Schauberger, der genau davon spricht. Der also von der Implosions- und der Explosionskraft, das ist ein Naturforscher, aber ich meine, da sieht man wieder, wie das zusammenhängt, meiner Meinung nach, jetzt zeigt sich das da sehr deutlich. Und der genau von, was du jetzt Neckentropie und Entropie nennst, das heißt, den Hang in der Natur, Chaos sozusagen wieder sich zu ordnen, beziehungsweise beschreibt er mit Expansion und Implosion. Ja. Und das haben wir ja genau da. Ja, es ist auch ähnlich in der Therapie. Das sind diese Erinnerungen, der Körper hat klar ein Gedächtnis. Genau, ja? Das Körper gibt. Ja. Er speichert. Und durch das Bearbeiten kommt es zu solchen Entladungen. Ja? Und wo man schon auch sehen kann, wenn so eine Entladung, ja, es dehnt sich wieder aus oder es wird frei, passiert ist, dass der Körper dann wieder anfangen kann zu fließen. Ja? Dass man sieht, der Körper vibriert wieder, der gesamte Körper im System. Man bearbeitet zum Beispiel irgendwo die Schulter und die Vibration zieht sich durch den ganzen Körper und ist am Zehen zu spüren. Da sind Klienten oft überrascht, wo sie sagen, ganz eigenartig, ich habe da jetzt an der Schulter gearbeitet und am Fuß unten ist es warm geworden oder da habe ich dieses Vibrieren gespürt. Mhm. Ja? Also das sind schon Erfahrungen, wo durch das Freilegen, durch dieser Lebensgeschichte, der Klient wieder zu einer größeren Lebenskraft kommt, zu seinem ursprünglichen Lebenspotenzial, was ihm eigentlich von Geburt an zusteht, zu einer besseren Körperwahrnehmung kommt, zu einer vertieften Atmung und vor allem wieder Zugang zu den Gefühlen bekommt. Ja? Zu seiner Intuition und dass auch Verbindung zu seinem spirituellen Körper hergestellt wird. Ja? Was mich das jetzt sehr stark erinnert, ist die Chakrenpsychologie, die also im Grunde ist mit einer anderen Terminologie genau dasselbe sagt wie du. Ja. Und das ist viele Wege führen nach Rom, sage ich immer wieder. Ja. Und ich denke, das Wesentliche, gerade bei der Körperarbeit, und das ist auch egal, das erlebt man auch Shiatsu oder Feldenkreis oder Skan, es gibt mehrere Wege. Aber das Wesentliche ist wirklich so Zugang finden zur Weisheit des eigenen Körpers, was ich schon auch als den Tempel bezeichne, in dem Geist und Seele wohnen. Ja? Und das ist natürlich etwas sehr, sehr Kostbares, dieser Körper. Und denke mir dann auch wieder so, auch gesellschaftlich gesehen, wie wenig akzeptiert Körper eigentlich ist, wie wenig Körperbewusstsein das es gibt.
Und dass das auch überhaupt kein Thema ist, weder in Schule noch im Kindergarten. Also wir wachsen da immer in einer sehr, sehr körperfeindlichen Gesellschaft auf. Ja. 12 Jahre stillsitzen in der Schule. Entsetzlich. Ja, zusammenreißen, so. Stehgerade. Ich habe das nie kennen. Ja, aber... Immer Winkel gestanden. Ja. Und ja, das müsste schon auch irgendwie mal so ein Anstoß des Überlegens sein, wo wir in unserer Gesellschaft im Moment auch stehen. Genau, und Stichwort 12 Jahre Stillsitzen, das sagt Reich auch sehr deutlich, der Rede an einen kleinen Mann. Und dann nach 20 Jahren Stillsitzen oder länger im Auto. Ja. Reich sagt eben, unsere Gesellschaft ist schon so aufgebaut, so konstruiert, dass sie einen Mechanismus darstellt, der ständig wieder solche steifen Menschen produziert. Ja. Die dann halt therapiert werden, ja. Ewig. Es wird der Intellekt gefördert. Wir leben da immer in einer sehr kognitiven Gesellschaft, in einer leistungsorientierten Gesellschaft, wo Körperkontakt, wo Gefühl und Wärme nicht sehr gefragt sind. Das ist ja etwas, was in Reichstherapie auf einmal neu war, dass er seine Patienten, das hast man durcherzählt, ja, ne? Genau, das angreift, war ja ein großer plötzlich. Anstoß, ja. Dass er sich aus diesem Setting herausentwickelt hat und den Klienten natürlich, wo es um den Körper geht, auch angreift, berührt und sich als Therapeut dann auch bereit sein muss, sich berühren zu lassen, jetzt auch emotional berühren zu lassen. Und es war dann schon auch ein sehr großer Anstoß oder eine Anstößlichkeit, wenn man bedenkt, dass man da noch körperfeindlicher war, wie wir es jetzt sind und wir es jetzt noch immer sind. Ja, die Patienten mussten sich ja zum Beispiel auch unüblich für psychiatrische Behandlungen, ja. Was es am Anfang, am Ende ging es ja auch dann sehr stark in Richtung Krebsforschung, wo ja. Unglaubliche Dinge, auf das wir mal zu sprechen kommen, aufgezeigt hat. Aber was eben am Anfang unüblich war für psychiatrische Behandlungen, war, dass sich die Patienten entkleiden mussten. Bis auf die Unterwäsche. Unterwäsche. Und was klar ist, weil er natürlich nur so auch, also bei ihm ging es ja auch darum, wie sieht die Haut aus, ist sie fettig, ist sie rissig und so weiter. Also er hat wirklich den Körper beobachtet und hat die Parallelen gezogen. Ne? Ja. Damit nicht der Eindruck entsteht, er sei von Anfang an auf einer rein biologischen Schiene unterwegs gewesen oder auf einer rein physiologischen Schiene unterwegs gewesen. Es ist ihm auch darum gegangen, den Leuten in seinen Therapiekliniken immer wieder bewusst zu machen, dass ihre sexuellen und psychischen Nöte auch auf gesellschaftliche Bedingungen zurückzuführen sind, die man auch nur durch politische Veränderung bewältigen kann. Da ist es ihm dann ja auch endgültig über den Kopf gewachsen, kann man ja, sagen. Ja, immerhin hat er ein Westennester gestochen. Immerhin wird hier ein Weg vorgegeben, einer Erdung, eines sehr wohl eines intellektuellen Arbeitens, ja, das aber auch bis hinein in die körperlichen Ebenen in einen Zusammenhang gebracht werden kann. Meine Frage natürlich, die posturale Integration als sehr stark am Intellekt jetzt vorbei arbeitenden System. Ja. Inwiefern einerseits hier dieses Bedürfnis von der Psychoanalyse ursprünglich sich zu erden, inwiefern ist in der posturalen Integration dieses Bedürfnis drinnen, sich auch intellektuell irgendwo einen Raum zu schaffen? Ich denke, die posturale Integration und die Körperarbeit sehe ich so etwas wie eine Basis. Ja? Wenn ich einen guten Bezug habe zu meinem Körper, wenn ich den spüre, wenn ich den erlebe, wenn ich meine Gefühle frei fließen lassen kann, dieses Bedürfnis erfüllt ist, dann gibt es den Impuls einer Weiterentwicklung, wo jetzt Neugierde dazugehört, wo Wissen dazugehört, wo der Intellekt natürlich auch eine Rolle spielt, die Auseinandersetzung mit dem Intellekt. Aber ich denke, es ist dann irgendwo klarer, dass es einen ganzheitlichen Ansatz gibt. Nicht so getrennt ja, von Körper, Geist und Seele, sondern es wird verstehbar, dass man das nicht trennen kann und das Ganze erfassen und erleben und wahrnehmen dieser Welt und dieses Universums, wo wir leben, passiert auf einer ganzheitlicheren Ebene. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man dann sich auf den Weg macht. Ja? Was mir jetzt dazu einfällt, ist, in der Chakrenpsychologie werden eben sehr ähnliche Dinge behandelt.
Ich habe zu diesem Thema auch einige Bücher gelesen, aber es war für mich immer ein bisschen schwierig, da jetzt einzusteigen, da die Terminologie, fernöstlich, Hinduismus etc., worin das irgendwo fußt, für mich schwerer zugänglich ist. Was mir an Reich sehr großen Spaß macht, ist, dass er diese Dinge unglaublich plastisch und angreifbar darstellt, sehr klar und für westlich geprägte Menschen verständlich. Was ich bei Reich dann wieder, und das, da komme ich jetzt auf das, was du jetzt gemeint hast, vermisse teilweise, ist, dass eben, sagen wir mal, Wort dafür, der spirituelle Aspekt des Ganzen, also er schimpft immer über Mystik und Metaphysik, du hast zu Recht zum Teil, aber der spirituelle Aspekt des Ganzen bei Reich auf eine Art behandelt wird, die ihn nicht immer, glaube ich, also ausreicht. Und hier gibt es tatsächlich große Probleme. Wilhelm Reich hat zum Teil als brillanter Rhetoriker und Formulierer gewisse Widersprüche bewältigt, unter Anführungszeichen bewältigt, indem er sie einfach eliminiert hat. Und da streift er selber dann Sphären, die nichts mehr zu tun haben mit seiner geforderten wissenschaftlichen Exaktheit. Cosmic Superimposition, das Buch von ihm zum Beispiel. Zum Beispiel, er spiegelt uns unsere Lebensweise, unsere Kritik an unseren Lebensweisen, unsere quasi religiösen Hoffnungen, die spiegelt auf eine Zukunft, die in der Vergangenheit liegt. Als Beispiel die Trobriander, die Post- und Prä-patriarchalen Gesellschaftsmodelle, die er sich vorstellt, die es einmal gegeben haben soll, die es mal geben wird, seiner Hoffnung nach, und überspringt aber einige Stufen momentaner gesellschaftlicher Notwendigkeit oder auch gesellschaftlicher Notwendigkeiten seiner Zeit, geht einfach drüber hinweg und hat sehr wohl auch, gerade was das betrifft, irgendwelche Mythen, mit denen er lebt. Ja. Auch in seinem Denken sind mythische Momente drinnen. Ja, und die sind insofern auch schlecht verarbeitet, als er ja vorgibt, sich mit so etwas nicht zu beschäftigen. Ja, also Geisterseher und Mystizismus lehnt er streng ab. Und also als Ausgangspunkt finde ich das sehr vernünftig. Teilweise kommt das aber dann mit sich selbst über Kreuz. Also ich möchte mir da jetzt nicht anmaßen, eigentlich wirklich da jetzt. Aber über ihn jetzt da irgendwer Urteil zu fällen, aber das ist halt mein persönlicher Eindruck, den ich aus den paar Büchern, die ich von ihm gelesen habe, gewonnen habe. Und interessant in dem Zusammenhang, eben weil es in dieser Sendung schon öfter behandelt wurde, ist das UFO-Phänomen, mit dem er sich auch auseinandersetzte und das auch sehr plastisch behandelt hat und gemeint hat, also dieses Phänomen ist also dafür verantwortlich für das Deadly Organ, für die Strahlung in der Atmosphäre und es irgendwo auch verteufelt hat, aber es doch nicht wirklich fassen konnte auch. Also, na gut, wer kann das schon, aber was ich sagen will, ist einfach, auch Reich hatte natürlich seine Grenzen. Ich meine, wer nicht, das ist sehr klar. Aber Polarität. Also wir wollen ja nicht als Übermenschen da jetzt hinstellen. Polaritäten wie Natur, Kultur, Mensch und Tier, Mensch und Kosmos, Mann und Frau. Er hofft oder er wünscht, dass sich das alles irgendwann in einer dialektischen Einheit findet. Ja. Und geht dort auch einfach hin. Das heißt zum Beispiel in einem Diskurs, über der zu der Zeit sehr peinlich war, der Psychoanalyse über die Bedeutung und Rolle der Frau, da geht er sehr schnell drüber hinweg und spricht von einer im sexuellen Bereich von einer Ebenbürtigkeit und Gleichheit, grundsätzlichen Gleichheit männlicher und weiblicher Sexualität, was für viele heutzutage, wenn sie es lesen, erfrischend wirkt, übergeht dabei aber den riesen Konflikt- und Problembereich, der schlicht und einfach vorhanden ist. Mhm. Mhm. Das bringt ihn sehr schnell weiter, ja, aber eben auch unter Umständen zu schnell. Gewisse Leute fühlen sich schlicht und einfach übergangen. Ja. Was mich jetzt zum Beispiel noch interessiert, ist in der körperlichen Arbeit, die du machst. Mhm. Es gibt ja da, das haben wir in der letzten Sendung über Wilhelm Reich, müsste jetzt nachschauen, wann die war, es war ungefähr vor 2 Monaten, in der Past-Shows-Sektion von Crop FM, in cropfm.mur.at kann man sich übrigens diese bald und die vorigen Sendungen runterladen und anhören oder online anhören. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Richtig. Ja. Wilhelm Reich arbeitet also sehr stark mit vom Körper, mit Ansätzen, die vom Körper ausgehen. Ja. Er sagt also, manche Probleme lassen sich eher auf dieser Ebene angreifen, also physischen, manche eher auf der psychologischen. Es gibt da das berühmte Beispiel, das du in der letzten Sendung über Reich genannt hast, wo er also ein Reporter, der ihn da irgendwie aufmachen wollte, live, plötzlich begann, sein Kinn zu massieren und der also dort einen Zusammenbruch erlitt.